Zunächst eine kleine Wiederholung von dem, was wir die letzten zwei Stunden gemacht haben. Wir haben angefangen, das Ding in C zu programmieren und dazu zunächst einmal ein paar Datenstrukturen und Definitionen. Ich gehe mal auf die Headers. Ich habe einen Header-File angelegt, scheme.h. Also Scheme-Function ist uninteressant, da sind unsere Prototypen drin. Scheme.h und die wichtigste Datenstruktur hier drin ist eigentlich Scheme-Objekt, was eine Union ist. In C, Sie wissen wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht, wenn ich mehrere Strukturen habe, es gibt einen Strukt-Typ, wo ich einzelne Felder drin definieren kann. Zum Beispiel kann ich sagen Strukt A und da drin wäre jetzt ein Int. Ach, das brauche ich eigentlich nicht erzählen. Und so weiter. Ne? Und ein Objekt-Pointer oder sowas. Foo. Dann legt er hier die Felder, dann hier das X und so weiter an. Wir hatten auch über Speicher-Layout und Speichermanagement gesprochen, das werde ich jetzt aber nicht so weit wiederholen. Was wir jetzt hier definiert haben, ist eine Union, das heißt, ich habe mehrere unterschiedliche Strukts, zum Beispiel ein Cons, was aus einem Char und einem Cutter besteht, und Symbol, was aus einem Character Pointer besteht und so weiter, und ein Union definiert im Grunde genommen diese einzelnen Strukturen übereinander. Also ich sage hier, ein Scheme-Objekt kann entweder sein, ein Header, kommen wir gleich drauf zurück, oder ein Cons, Symbol, String und so weiter, unsere ganzen elementaren Typen. Eventuell kommen da später noch weitere dazu. Dann gehen wir mal zum Cons. Ein Cons besteht auch aus einem Header und dann kommt hier Car und Cutter. Sprechen wir kurz über den Header. Jedes Objekt hat vorne dran einen Header. Und zwar dient der dazu, dass wenn wir einen Pointer nachher haben auf ein Objekt, dass wir das Objekt fragen können, was bist du? Das heißt, da steht drin, ich bin ein Cons oder ich bin ein Symbol oder ich bin sonst irgendwas. Im Prinzip Runtime Type Information, wenn man so will. Und dazu haben wir hier ein Feld belegt, das nennen wir Tag vorläufig. Und da haben wir ein Enum definiert. Gehen wir mal zum Header hier kurz hin. Scheme Header. Hier ist unsere Header-Struktur und die besteht bisher bloß aus einem Tag. Wir werden später da wahrscheinlich noch mehr reinpacken müssen, sobald wir mit Garbage Collection zu tun haben, weil da werden wir dann irgendwelche Markbits und solche Sachen auch noch reinlegen. Aber bisher nur ein Tag. Und gucken wir mal, was das Scheme Tag ist. Ups, halt, Ctrl Z, weg. Ein Tag ist ein Enum und zwar hier einfach Cons 0, Symbol 1 und so weiter. Also hier vorne steht drin immer, was das Objekt ist. Fragezeichen, ich bin ein Cons oder ich bin eine Double oder ich bin ein String. Und hier hinten kommt dann immer tag-spezifisch, also bei Cons, hier zum Beispiel Car und Cutter. Wenn hier aber ein Symbol wäre, dann würden da andere Felder drin stehen und wenn es ein Vektor wäre, wieder andere Felder und so weiter und so fort. Das definieren wir hier oben. Also gehen wir mal kurz durch. Scheme Cons besteht natürlich aus Car und Cutter. Dann Scheme Symbol, Header zunächst, dann kommt hier die Size, wie viele Characters und die Characters dann hinten direkt dran als Array. Ein String genauso. Dann haben wir noch einen Scheme Vector Typ. Da steht hier drin, wie viele Elemente kommen und hinten Elements. Dieses OBJ habe ich definiert als, Moment, hier oben, als ein Pointer auf ein Scheme Object Union. Pointer auf dieses Ding hier. Und hier habe ich eine Object Function definiert, das ist eine Funktion, die so ein Ding zurückliefert. Also gehen wir nochmal weiter. Hier Scheme Vector, Scheme Integer war hier. Das steht auch als ein Header und ein Integer Wall. Dann haben wir mal eine Double definiert, Double Wall. Dann haben wir ein Scheme File Input Stream definiert. Da kommt wieder der Header und hier ein File Stern, also ein File Pointer aus der Standard I.O. Library. Und hier hinten ein Look Ahead Character, damit wir eins vorgucken können. Für den Reader, kommen wir gleich drauf. Dann haben wir noch einen String Input Stream. Da kann ich aus einem String rauslesen. Hier habe ich eine Referenz auf einen String, aus dem ich lese und eine Read-Position, bis wohin ich bereits gelesen habe. Hier eine Definition, damit man weiß, ob dieser Look-Ahead-Charakter gültig ist oder nicht gültig. Da habe ich minus 1 genommen, weil das ein ungültiger Charakter wäre. Wenn ich Bytes lese aus dem File, kriege ich etwas von 0 bis 255, minus 1 wäre ungültig. Dann haben wir einen Output-File-Stream. Hier kommt unsere User-Defined-Function, die besteht aus ArgList, Sie erinnern sich, Body und Environment. Dasselbe, was wir in Smalltalk und in Lisp auch schon gemacht haben. Eine Built-in-Function. Hier ist ein Pointer auf eine C-Funktion, die nachher ein OBJ zurückliefern soll. Das heißt, wir springen dann hinterher direkt dorthin. Built-in-Syntax habe ich mal genauso definiert. Und dann noch ein Scheme-Environment. Tally
das englische Wort für Kerbholz. Da wird quasi mitgezählt, wie viele Kerben da drin sind, also wie viele Einträge sind da hinten drin. Und dann eine Referenz auf einen Array, oder ein Vektor in unserem Fall, der die Keys and Values dann von dem Environment hält. Und hier hinten die Union. Dann ein paar Makros. IsGameCons von einem Objekt O bedeutet, dass das Tag von dem O ein Tag Cons ist. IsGameNil, da habe ich ein paar Standardreferenzen, Standardobjekte global schon vordefiniert, und zwar sind die definiert, Moment, hier. Jetzt zeige ich gleich, wie das weitergeht. Also da gibt es ein Singleton Scheme Nil, und das ist das einzige Nil, das wir im System haben, Singleton Scheme True, ein Singleton Scheme False, und die Makros hier prüfen, ob das O gleich dem ist. Entsprechend Symbol, Build in Symbol und so weiter, da werden wir vielleicht auch noch mehrere kommen. Dann haben wir hier ein bisschen für den Compiler. Wir hatten die letzten Mal auch darüber gesprochen, wie unterschiedlich die Compiler sind für Microsoft, für Windows, GNU-Compiler und so weiter. Und haben mal kurz angesprochen, da kann man solche Dinge machen wie IFDEF, was weiß ich, Microsoft Visual C. Und dann möglicherweise kann der vielleicht kein Underscore inline, oder man muss dann sagen define inline, irgendwie sowas wie Pragma inline, je nachdem. Da unterscheiden sich die Compiler also dann im Einzelnen. Das kann man dann durch sowas dann hier auf der C-Ebene dann anpassen. Okay, dann habe ich hier ein Makro geschrieben, was eine Referenz, ein Pointer kriegt auf ein Objekt und mir das Car rausholt. Und der prüft erstmal, ob es überhaupt ein Cons ist. Ansonsten ruft er hier eine Error-Routine auf. Und ansonsten nimmt er das Checked Car, und das Checked Car ist das da oben. Das greift einfach auf das Feld zu. Hier, Sie erinnern sich, das O ist eigentlich ein Pointer auf die Union. Das heißt, wenn ich jetzt da reingreife, muss ich weiterhin sagen, aha, welche Struktur innerhalb der Union will ich eigentlich ansprechen, und dann nochmal weiter runter auf Car. Wenn ich Sie langweile, sagen Sie mal, wen interessiert das überhaupt? Also C ist wahrscheinlich für die meisten relativ interessiert. Also wer kennt sich mit C nicht so weit aus, dass es vielleicht interessant wäre, nochmal kurz zu rekapitulieren. Dann mache ich das. Also nochmal, vielleicht, wenn in Memory irgendwo ein Objekt ist und ich habe einen Pointer da drauf, eine Adresse, also ist das immer die Adresse vom ersten Element, Byte oder Wort. Nehmen wir mal an, wir hätten eine 4-Byte-Maschine, dann zeigt das meistens hier, ja, das ist jetzt schon das erste Unterscheidung, entweder wenn ich ein Langwort habe und greife da drauf byteweise zu, zeigt das der Pointer auf das Least Significant Byte, also auf das Low Byte oder auf das High Byte, da unterscheiden sich heutzutage aber die meisten Maschinen, also die ganzen 386er. Sind alle LSB, also ich zeige auf das Least Significant Byte. Das heißt, eigentlich müsste ich es mal so zeigen. Das heißt, das wäre die Adresse hier A, das nächste Byte wäre plus 1, plus 2, plus 3, und hier das nächste Langwort wäre Adresse plus 4. Und so geht es dann immer weiter. Ne? Bei der 8, bei einer 64-Bit-Maschine wie die hier ist, entsprechend dann bei Ints. Ja, und da fängt es jetzt schon an, was ist eine Int? Große Konfusion, jeder Compiler macht das anders. Bei den meisten sind es 32-Bit, also 4 Bytes. Was ist eine Long? Bei manchen 4, bei manchen 8. Ganz kompliziert, also bei dem hier ist eine Int 4 Byte, eine Long sind 8 Byte und eine Long-Long sind auch 8 Byte. Bei Microsoft ist eine Int 4 Byte, eine Long 4 Byte und eine Long-Long 8 Byte. Also große Konfusion. Deswegen haben wir hier auch gleich am Anfang mal mit IFDEFs definiert, Moment, das war hier oben, IFDEF Win32, TypeDef LongLong Int, also wir definieren einen neuen Int-Typ, Großint geschrieben, der auf Win32 LongLong ist und auf allen anderen Maschinen Long. Der Sinn von dem Ganzen ist, dass wir hier einen Typ haben, von dem wir wissen, dass er genauso groß ist wie ein Pointer. Also wenn ich irgendwo einen Pointer rein verstecken will, muss ich wissen, hier in unserem System jetzt, braucht der 4 Bytes oder braucht der 8 Bytes? Wir werden nachher sehen, warum ich das brauche an manchen Stellen. So, also das wäre jetzt das Erste. Und jetzt nehmen wir mal an, ich hätte jetzt eine Struktur definiert. Ich würde sagen, also meine Struktur, Strukt X, besteht aus einem Int A, aus einem Character B, und hinten kommt vielleicht ein Pointer auf den Character, also ein Character Pointer C. So, und jetzt ist die Frage, wie liegt das im Speicher? Normalerweise interessiert uns das nicht wirklich, aber wenn wir Speicher nachher allokieren mit Malloc oder so, sollte man schon wissen, wie groß das Ding ist. Und da haben wir das nächste Problem, das ist das Alignment. Das heißt, wenn ich hier dazwischen solche Dinge habe, wie ein Character, was nur ein Byte braucht, ist die Frage, wo kommt der Character Pointer hinten dran? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Für das Int belegt er erstmal 4 Bytes, dann käme der Character.
Und jetzt ist die Frage, wie mache ich weiter? Mache ich jetzt hier weiter und belege quasi hier sowas? Das wäre unaligniert. Das heißt, eigentlich werden die Bytes so aufgefüllt, wie sie kommen. Oder, und das machen die meisten Maschinen, er sagt dann, okay, das ignoriere ich quasi, ich fang hier wieder auf einer Vierergrenze an. Und zwar liegt das daran, dass die meisten Maschinen einfach effizienter auf ihre natürliche Wortgröße zugreifen können. Und die natürliche Wortgröße ist jetzt beim 386 4 Byte oder sogar 8 Byte bei manchen Maschinen. Das heißt, die füllen das dann auf. Für uns ist das aber dann wichtig, wenn wir nachher sagen, was ist die Größe von der Datenstruktur, wenn wir die an malloc übergeben müssen oder wenn wir allokieren müssen. Speziell ist es dann wichtig, wenn wir zum Beispiel vorne einen fixen Header haben und hinten eine variable Anzahl von weiteren Characters, die wir allokieren. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, wir haben einen Header und in dem Header käme zum Beispiel am Schluss hier so ein Character oder ein Tag als Beispiel, da steht jetzt enum x oder hier in unserem Fall enum Tag, dann ist es schon natürlich wichtig zu wissen, ob dieses Tag jetzt ein Byte ist oder vier. Und wenn ich den frage, wie groß ist die Struktur, ob er dann das schon aufaligniert oder nicht, und wir haben festgestellt, dass es da zu großer Konfusion kommen kann und man eigentlich am besten wie der Teufel das Weihwasser vermeidet, dass man da irgendwelche nicht alignierten Felder drin hat. Weil schon frage ich nachher nach der Size of Struct X, kriege hier 13 zum Beispiel als Größe, ja, und sage nachher, okay, ich will allokieren Size of Struct Header plus, angenommen ich will einen Vektor allokieren, plus 5 mal Size of Pointer. Und dann stimmt es eben nicht, weil er nämlich, wenn ich es nachher tatsächlich aligniert haben will, dann muss ich dieses Alignieren mit reinrechnen. Wenn ich den alleine nach seiner Size frage, sagt er mir vielleicht nur, wie viel er wirklich braucht, netto, und nicht, wie viel er braucht, wenn er selber wieder Teil einer weiteren Struktur wäre. Dann wird nämlich aligniert. Und da muss man sehr drauf aufpassen, da haben wir das letzte Mal drüber diskutiert. Also das ist ein Punkt, unsere ganzen Strukturen bis auf eine, bis auf zwei, die hier, die haben wir genau deswegen so definiert, damit wir da diesen Fehler nachher wieder rausrechnen können. Das wird es gleich zeigen, warum und wie wir das machen. Also und jetzt zu Unions, das wäre jetzt eine einfache Struktur. Und jetzt angenommen, ich habe einen Pointer auf irgendein Objekt und ich will da vorne oben sowas wie einen Header haben und da steht unser Tag drin. Und je nach Tag, wenn es ein Cons ist zum Beispiel, dann kommt hier hinten Car und Kutter. Wenn es ein Symbol wäre, also hier wieder Header, da steht hier Tag Symbol drin, dann käme hier, was weiß ich, die Size oder die Länge, Length, und hier die Characters dann. Also zum Beispiel, wenn das Symbol Hello wäre, dann käme hier das H-E-L-L-O. Und die nächste Frage, die wir zu entscheiden haben bei C ist, wollen wir dieses Nullbyte, das die ganzen Standard-C-Routinen eigentlich gern haben, wollen wir das hier mit reinpacken oder wollen wir das nicht reinpacken und zählen wir es in der Länge oder zählen wir es nicht in der Länge? Wir haben uns dafür entschieden, hier immer das Nullbyte mit ranzumachen, es aber in dieser Länge nicht zu zählen. Haben wir es denn so entschieden oder haben wir es mitgezählt? Das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, wenn wir es nachher nochmal sehen. Auf jeden Fall, was wir bedenken müssen, ist nämlich folgendes. Wie werden, wenn Sie zum Beispiel an printf, was eine Standard-C-Funktion ist, wenn Sie an den String übergeben, dann wird ja technisch nur ein Pointer übergeben auf das erste Charakter. Also zum Beispiel, angenommen, es wäre wieder unser Hello, dann kriegen Sie einen Pointer auf einen String, in dem H-E-L-L-O als Bytes drinsteht, ASCII-kodiert, typischerweise. Und woher weiß das Printf, wo es jetzt aufhört? Weil dahinter stehen natürlich weiter, kommt weiterer Speicher. Und dazu kommt dieses Nullbyte. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, man könnte natürlich auch die Länge mitgeben. Pascal hat es so gemacht und andere Programmiersprachen. Da ist ein String, besteht immer aus dem Startadresse plus Länge. Man könnte theoretisch auch die Länge hier vorne im ersten Byte kodieren oder so. Es gibt viele Möglichkeiten zu sagen, wie lang so ein String ist, aber man muss die Länge irgendwie rauskriegen. In C ist traditionell so, dass hier hinten ein Nullbyte kommt, als Endemarkierung. Und wenn Sie zum Beispiel sagen, wie lang ist der String, dann macht er nichts anderes, als dass er die ganzen Characters durchgeht und nach dem Nullbyte sucht und hochzählt. Was natürlich bei großen Strings unter Umständen ein bisschen blöd sein kann, wenn man da viel durchsucht. Wir werden das aber so machen, wenn wir das auch nachher für einen Garbage Collector brauchen und für andere Dinge, dass wir hier den Header haben, der sagt dann, ich bin ein Symbol oder ein String, dass wir hier als zweites die Länge reinkodieren und hier hinten die Bytes allokieren. Ich würde sagen, die Länge, die inkludiert das Nullbyte. Ja. Wir müssen aber auch in unserem Fall
immer überallokieren. Das heißt, wenn hier eine Ungerade im Sinne von Maschinenworten rauskommt, dann müssen wir immer eventuell 0 bis 3 Bytes mehr allokieren, damit wir hier gegenüber der Speicherverwaltung hier wieder auf eine gerade Grenze kommen. Wobei die das vielleicht sowieso macht, aber ich würde es trotzdem noch mal so tun. Das heißt, wenn wir diesen String allokieren würden, dann würden wir sagen, size of header oder size of struct string, hier in dem Fall. Und jetzt habe ich folgendes Problem, jetzt muss ich hier drin eigentlich definieren, dass da hinten Characters kommen. Aber wie viele? Das hängt natürlich von dem String ab. Ich kann aber nicht 0 schreiben bei den meisten Compilern, außer bei ein paar ganz neuen, modernen. Ich kann hier nicht sagen, hier kommen Characters und 0. Das sagen die meisten Compiler, so geht es nicht. Ich kann aber auch nicht sagen, wie viel ich wirklich habe, weil jeder String hat hier unterschiedlich viele Characters hinten dran hängen. Deswegen habe ich hier so ein Dummy-Ding definiert. Das ist definiert als 1, glaube ich. Gehen wir mal zurück, schauen wir mal, wo das ist. Right back. Moment, Suche nach Dummy. 1, habe ich da 1 und das ziehe ich nachher wieder ab. Das heißt, wenn ich nachher für das Hello den String allokieren will, dann sage ich, ich allokiere Size of Header minus Anzahl Characters, plus Anzahl Characters minus dieses Dummy mal Byte, mal 1 in dem Fall. Und so kann ich das quasi wieder rausrechnen. So, und jetzt zu der Union. Wenn ich jetzt also hier definiere, dass ich einen Pointer habe, der entweder auf das zeigt oder auf das zeigt oder auf das zeigt, dann muss ich eben eine Union definieren. Union, und dann kommen diese ganzen Structs rein, also die einzelnen Struktfelder. Und das sagt nichts anderes als dem Typsystem, dass dieser Pointer auf eins von diesen Dingen zeigen kann. Ich muss wissen, auf was es zeigt, er weiß es nicht. Dazu habe ich den Header. Ja? Und in dem Header, in dem ersten Feld, da schreibe ich rein, auf was es eigentlich zeigt. So, das war jetzt mal die reine Datendefinition. Wir sind dazu auch inkrementell gekommen. Also wir haben nicht zuerst die Datenfelder gemacht, sondern haben die dann so nach und nach dazugezogen. Dann gibt es ein File mit mehreren Speicherallokierungs, habe ich da was modifiziert? Ich glaube nicht. Speicherallokierungsroutine, und das wird nachher die zentrale Routine sein, die Speicher allokiert. Vorläufig gehe ich da jetzt mal einfach auf das Malloc. Ich habe das letzte Mal auch darüber gesprochen, wie Malloc selber seine Speicher verwaltet. Soll ich das nochmal wiederholen? Interessiert Sie das? Oder ist das eine Sache, die auch bekannt ist? Eigentlich ist das eine Sache der Betriebssystemvorlesung. Insofern werde ich da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Wobei es gehört auch zu Laufzeitsystemen. Also das, wenn Sie als Programmer laufen, sieht es üblicherweise so aus, dass Ihr Programmcode, also bei einer 32-Bit-Maschine geht es hier irgendwie los bei 00000, 8 Nullen und endet hier bei FFFFF, viele Fs, je nachdem wie viele Bits Sie im Adressraum haben. Und der lädt den Code irgendwo hier hin, das stimmt auch nicht überall, bei manchen lädt er den Code hier in die Mitte rein oder sonst irgendwo hin, aber die Details spielen jetzt mal keine Rolle. Sprich, der ganze Programmcode aus der Exe oder aus dem Executable, aus dem Objektfile, aus dem Programmfile, aus dem kodierten, fängt irgendwo hier unten an und der Stack fängt typischerweise oben an. Der Stack ist für die Rücksprungadressen, wenn ich Aufrufe mache in Funktionen rekursive oder wenn ich lokale Daten in einer Funktion allokiere, dann werden die von hier oben paketweise allokiert und der wächst in die Richtung. Wenn ich jetzt dynamischen Speicher allokiere, also in C++ New mache oder in Java auch New mache oder in C Malloc mache, dann wächst der normalerweise von hier hoch. Es ist aber so, das Betriebssystem gibt mir am Anfang noch gar nichts hier. Das Programm muss dem Betriebssystem erst sagen, ich möchte von dir Memory haben. Und das Betriebssystem seinerseits wiederum, also nehmen wir mal das Unix oder das Windows, das möchte sich nicht mit so kleinen Dingen beschäftigen wie 50 Bytes hier und 20 Bytes dort, sondern von dem kriegt man es eigentlich nur pageweise. Eine Page ist 4K oder 16K oder manchmal auch noch größer. Es gibt auch Systeme, wo sie variable Page-Sizes haben, also es gibt so 4K plus Megabyte große Segmente. Auf jeden Fall nehmen wir mal an, Sie kriegen jetzt also vom Betriebssystem ganze Seiten. Nehmen wir an, Sie haben jetzt mal 16K allokiert oder sowas. Und das Malloc macht genau das für Sie. Dann wachsen die also hier in die Richtung rauf, die allokierten Pages typischerweise. Wenn Sie zum Malloc sagen, als C-Programm Malloc 50 Bytes, dann
allokiert natürlich für diese 50 Bytes keine 16K und verschenkt den Rest, sondern was es macht, es holt sich erstmal einen großen Klumpatsch, also n-mal Pages, vielleicht auch nur eine, aber auf jeden Fall multiple von Pages und sagt, okay, ich gebe ihm von dieser Page mal die ersten 50 Bytes, also ich gebe ihm hier eine Adresse zurück auf diese, auf diesen ersten 50 Byte Chunk. Das Malloc. Also Malloc ist eine User-Routine, die ist gar nicht im Betriebssystem, sondern die ist im User-Adressraum und die wiederum hält sich eine Freelist, die am Anfang leer ist, und wenn die Freelist leer ist, dann holt sich wieder ein Chunk vom Betriebssystem. Zum Beispiel sagt, gib mir eine Page. Ja? Dann kriege ich eine ganze Page und dann wird das Malloc von dieser Page 50 Bytes abknipsen und den Rest wieder auf seine interne Freeliste drauflegen. Das heißt, das Malloc macht selber in diesem Speicher, den es vom Betriebssystem abholt, eine kleine Verwaltung. Typischerweise eine linkverkettete Liste zum Beispiel. Also stellen wir uns vor, er hätte hier eine Freelist, nehmen wir sie mal FL, und das FL initial ist mal leer und jetzt komme ich her und sage, ich will 50 Bytes. Dann sagt er, aha, ich habe nichts auf der Freeliste, also hole ich mir mal 4K. Geht er hierher und setzt hier 4K. Das Ding wird als Linked List selber verwaltet, das heißt, hier steht typischerweise oben, wie groß das, der jeweilige Chunk ist, plus ein Pointer auf der nächste, Next Free, und das wäre jetzt in dem Fall nil. So, und dann versucht das nochmal, jetzt sagt er also, okay, jetzt habe ich mal was allokiert, das ist meine Free-Liste nicht mehr leer, jetzt holt er davon hier 50 Bytes, das macht er jetzt so, jetzt geht er die Free-Liste so lange durch, bis er ein Stück findet, das groß genug ist. Da gibt es mehrere Algorithmen, Best Fit, First Fit, es gibt auch andere, so Zweierpotenzen-Algorithmen, kann man noch drauf eingehen, muss man aber nicht. Also nehmen wir mal den einfachen Fall, er sagt einfach, okay, ich knipse hier die 50 Bytes ab, setze meinen Free-Pointer auf das nächste, tue hier 4K minus 50 reinschreiben und das ist immer noch nil. Und tatsächlich wird er nicht minus 50 machen, sondern er braucht hier oben auch nochmal einen Header, wo drin steht, wie groß das eigentlich ist, das Stück, weil wenn ich nachher wieder komme und wieder freigebe, muss er es ja irgendwie wieder einsortieren. Das heißt, hier wird er wahrscheinlich 54 dann reinschreiben und hier oben, und gibt mir, hier oben steht, dieses Stück ist 50 Bytes lang und er gibt mir einen Pointer auf das hier zurück. Das heißt, das Malloc aus dem Malloc zurück kommt, machen wir es mal so, hier käme ich rein ins Malloc und das kriege ich als erstes zurück aus dem Malloc. Also nee, ja doch, genau, diese Adresse. Und dann kann ich da drin rumspielen. Jetzt sieht man auch schon, warum das so teuflisch blöd ist, wenn man mallockiertes Memory überschreibt hinten. Wenn man dann nämlich die Freeliste vom Malloc kaputt macht, wenn man das nächste Mal fragt, gib mir mal, dann hat man das möglicherweise überschrieben, was da steht. Und dann kommt der Malloc ziemlich durcheinander in seiner Freeliste. Dann steht da vielleicht die Adresse auf irgendwas ganz woanders und dann gibt er mir das nochmal, was er schon mal rausgespuckt hat und so weiter, alle Möglichkeiten, was da passiert. Ja, deswegen niemals über das Allokierte rauszugreifen. Auch nicht rückwärts, also bei minus 1, minus 2, weil da steht typischerweise die Größenangabe drin von dem Chunk. Wenn man die überschreibt, dann kommt er auch später richtig durcheinander. Wenn wir nachher sehen, warum. Aber angenommen, jetzt mache ich als nächstes nochmal ein Malloc, mal wieder ein größeres Stück, mal 100 Bytes. Okay, dann geht er wieder auf die Freeliste und sagt, ah, okay, das erste Stück ist 4K minus 54, da passt, da kann ich nochmal 100 abknipsen. Da gibt er mir also hier dann dieses Stück, setzt seine Freeliste auf da entsprechend runter und er gibt mir dann den Pointer zurück, schreibt hier oben die 100 rein und gibt mir den Pointer zurück, sowas. Und jetzt in C muss ich ja explizit wieder freigeben, das heißt, da gibt es kein Garbage Collection, ich muss als Programmierer sagen, free wieder ein Bereich. Also angenommen, ich habe mir den gemerkt hier oben als A und den als B und jetzt sage ich hier hinten free A. Dann gebe ich ihm Malloc quasi wieder zurück und sage, das, was ich unter A vorher von dir gekriegt habe, das brauche ich jetzt nämlich, das kannst du wieder in deine Freeliste einsortieren. Falls ich das nächste Mal wieder 50 Byte brauche, kannst du mir die ja wiedergeben, so nach dem Motto. Also gebe ich ihm dann diesen Pointer hier wieder rüber. Und was macht er? Sagen wir mal naiverweise, er sortiert es einfach in seine Freeliste rein. Zum Beispiel könnte er einfach sagen, okay, das, was ich hier von ihm gekriegt habe, da setze ich meine Freeliste-Start drauf. Das, was vorher in der Freeliste drauf war, das setze ich dann, kette ich auf meine alte Freeliste und schreibe da oben die 50, die stehen ja eh schon drin, aber vielleicht muss ich sie in ein anderes Format reinschreiben, wie auch immer. Auf jeden Fall steht es dann auf der Freeliste drauf und die Freeliste zeigt hier drauf, FL, sodass ich das nächste Mal, wenn ich einen wieder allokiere, könnte ich das wieder kriegen. Tatsächlich macht er ein bisschen mehr, er guckt auch natürlich, ob das dann nachher mit einem bereits Freien zusammenliegt, damit er wieder größere draus machen kann aus zwei kleinen Freien. Ne? Also er kann ja gucken, ob das plus 50 auch selber auf seiner Freeliste schon drauf ist und dann einen größeren Klotz aus zwei kleineren machen.
machen sie normalerweise. Was er auch machen kann, ist, wenn er nachher feststellt, ich habe sehr, sehr viel frei, können der ganze Pages theoretisch wieder ans Betriebssystem wieder zurückgeben und sagen, ich brauche jetzt wieder weniger. Das machen aber die meisten, die wenigsten. Ich glaube, es macht keiner, weil was er mal hat, das hat er. Und das Betriebssystem kann ja selber mit Paging und so weiter dafür sorgen, dass Seiten, die schon lange nicht mehr zugegriffen werden, dann auch aus dem Speicher irgendwie rausfliegen. Also wir haben letztes Mal über virtuelles Memory Management noch gesprochen. Das würde ich sagen, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, das gehört in Betriebssystemvorlesung. Ist interessant, aber machen wir es nicht. So, also man sieht hier aber auch, dass Malloc und Free, obwohl es kein Garbage Collection macht und alles manuell ist, durchaus auch relativ viel Aufwand bedeuten kann. Also er muss hier Free-Listen verwalten, er muss gucken, was passt. Man stelle sich vor, man hat jetzt hier viele kleine Stücke allokiert und gibt die wieder in random zurück. Da dachte ich, wird die Free-Liste relativ zerstückelt oder auch unsortiert. Da gibt es auch verschiedene Optimierungen. Man kann zum Beispiel sagen, ich halte mir für jede Größe oder für jede Zweierpotenzgröße, also 8, 16, 32 und so weiter, separate Free-Listen, damit ich nicht immer alle durchsuchen muss. Also damit ich schon weiß, wenn ich ein 50er-Stück suche, dann kann ich auf einer 50er-Liste. Also ich halte mir eine Liste für alle der Größe 8, was vielleicht die Minimalgröße ist, weil er eh immer zwei Pointer braucht, dann alle 12, 16 und so weiter, theoretisch. Und wenn ich jetzt ein 50er-Stück allokieren will, muss ich nicht erst in der Free-Liste durchsuchen, bis ich ein 50er-Stück finde, sondern ich kann als erstes gleich auf die 50er-Liste gehen und gucken, ob ich da was drin finde. Und wenn nicht, kann ich auf der 100er-Liste gucken und aus einem 100er-Teil zwei 50er machen zum Beispiel. Oder den nächstgrößeren nehmen und da ein Stück abschneiden. Da gibt es verschiedenste Mechanismen, könnte auch Experimente mal machen, selber einen Malloc schreiben, der große Chunks von einem anderen allokiert und nachher da drin eine kleine Verwaltung macht. So, soweit so gut. Also das ist unser Malloc. Und tatsächlich verwenden wir jetzt zuerst einmal für unsere erste Implementierung hier in dem Ding, rufen wir einfach das Malloc auf, wann immer wir ein Scheme-Objekt brauchen. Und wir geben es jetzt gar nicht frei. Als erstes, wir geben es nie wieder frei, weil wir brauchen nachher einen Garbage-Collector, der das dann feststellt, was freizugeben ist, ja, oder was man freigeben kann. Aber jetzt für die erste Implementierung allokieren wir einfach und unser Programm wird immer weiter wachsen. Das ist also nicht wirklich eine praktikable Sache, aber es ist als Einstieg die einfachere Variante. So, also dann habe ich hier jetzt mal Basis, deswegen habe ich das auch als Scheme-Alloc extrahiert und das Malloc nur an der einen Stelle reinprogrammiert, weil wir das nachher ersetzen durch was anderes, das jetzt nur am Anfang. Und jetzt habe ich für jeden Typ, den wir so brauchen, als erstes natürlich das Wichtigste ist unser Cons wieder, habe ich hier eine New-Scheme-Cons-Funktion, die kriegt ein K und ein Kütter, was beides Pointer auf beliebige Scheme-Objekte sind. Und die sagt, ich möchte gerne von dir, Malloc, oder von dem Scheme-Alloc, etwas, was so groß ist wie eine Struct-Scheme-Cons. Und dann setze ich da drin den Car und den Cutter und vor allem den Header setze ich da drin dieses Tag-Cons, damit nachher, wenn ich nur den Pointer an der Hand habe, ich da reingucken kann und sagen kann, das ist ein Cons. Das wird nachher unsere Car- und Cutter-Routine wissen wollen zum Beispiel, ne? Dass ich der nicht aus Versehen was anderes gebe, was gar kein Car- und Cutter kann. Und so geht es weiter. Hier unten kommt New String. Moment, schieben wir es mal rüber. New String. Und hier habe ich zwei Routinen. Eins, bei dem die Länge, wo ich nur einen Pointer habe auf die Characters. Jetzt habe ich es leider schon weggewischt. Das war hier. Ein Pointer auf die Characters. Da holt er sich erstmal die Stringlänge raus. Und dann übergibt er das an die New String mit Länge. Die hier. Wir haben gedacht, das ist vielleicht ganz geschickt, weil in vielen Fällen später weiß man schon die Länge, da muss man nicht extra nochmal Stringlänge machen. Sie stellen Sie sich vor, Sie lesen ein großes File und sagen, lies mal das ganze File als einen großen String rein und der hat dann 30 Millionen Bytes und jedes Mal, wenn ich da drin irgendwas mache, macht er wieder Stringlänge und schrubbt die Bytes da durch. Das will man nicht machen und dann weiß man vielleicht an manchen Stellen später schon die Größe. Vielleicht auch nicht, aber wir werden sehen. Also was er hier jetzt macht, ist, dass er sagt, size of struct team string und Sie erinnern sich, wir haben ja ein Byte bereits da drin in der Größe, das ziehen wir hier wieder ab, tun hier nun Keras dazu und diese 1 fürs 0 Byte. Ja, da kommt natürlich nachher wieder 0, 1 plus 1 minus 1, das macht uns aber der Compiler weg, da kümmern wir uns jetzt hier nicht drum. Ich habe es jetzt hier mal so ausgeschrieben, damit uns das immer bewusst ist, dass wir 1 fürs 0 Byte hier noch allokieren und dieses Dummy wieder abziehen. Und dann kopiert er die Bytes darüber. Und zwar nun Characters plus 1, damit das 0 Byte mitkopiert wird. Das heißt, wir haben nachher in unserem Scheme-String das 0-Byte hinten dran und das hat den Vorteil, dass wir das dann ohne große Probleme an irgendwelche Printf-Routinen oder File-Open-Routinen oder sonst irgendwas übergeben kann, weil die ganzen C-Routinen erwarten das.
Wir bräuchten es nicht, weil wir haben ja die Size auch im Header nochmal drin. Aber von dieser Size weiß natürlich im Printf nichts. Ja, das ist klar. So, und dann Header-Tag-String. Das gleiche für Symbol. Das kommt hier unten. Und ja, wir fangen mal erstmal mit dem Scheme-Symbol an. Das ist das hier. New Scheme-Symbol. Und Sie erinnern sich, wichtig ist, wenn ich zwei Symbols habe, dann müssen die identisch sein, wenn sie die gleichen Strings haben. Das heißt, das Erste, was ich mache, wenn jemand mich fragt, gib mir mal ein Scheme-Symbol mit den Characters A, B, C drin, also hier diese Characters, ist, dass ich schaue, ob es schon ein Symbol gibt mit den Characters A, B, C. Und wenn es schon eins gibt, dann ist das Old-Symbol, dann liefere ich das zurück, dann werde ich kein neues allokieren. Sodass zwei Symbols mit den gleichen Characters innen drin oder mit dem gleichen Print-String immer auch das identische Objekt wieder liefert. Und das Search-Symbol dazu habe ich hier mal erst eine ganz einfache Routine gemacht. Der merkt sich einfach alle bekannten Symbols in einer großen Tabelle. Die steht hier, Moment. Object Known Symbols, das ist ein Pointer auf ein Array. Und dann merke ich mir, wie viele habe ich da tatsächlich drin und für wie viel habe ich Platz in diesem Ding. Also ich allokiere mir quasi einen großen Chunk Known Symbols, und das sind Pointer, sind da drin, die auf irgendwelche Symbols, die ich schon mal angelegt habe, zeigen. Also hier Tag-Symbol. Nehmen wir an, ich hätte schon drei Symbols jetzt drin. Und ich allokiere das in größeren Blöcken. Also ich fange da mal an mit, wie viel ist die initiale Größe, Initial Symbol Table Size. Ich glaube 64 haben wir das gesetzt. Das ist irgendwo in einem Header-File. Schauen wir nochmal kurz nach. Ach, nur zwei. Okay. Könnte man ein bisschen größer machen. Also am Anfang hat er zwei Platz und jetzt füllt er die auf. Das heißt, er merkt sich, wie viele von diesen Slots da drin sind eigentlich schon belegt und für wie viele habe ich Platz. Also am Anfang hätte er quasi zwei. Oder nehmen wir mal an, wir fangen mit 8 an. Dann hätte ich jetzt Size 8. Das heißt genau diese 8. Ich hätte aber nur 3 belegt. Das heißt, was war das? Num-Known-Symbols, n gleich 3. Und dann, wenn ich jetzt ein weiteres Symbol da reinlegen will, dann kann ich das natürlich machen, bis ich die Size erreiche. Wenn ich die Size erreicht habe, brauche ich einen größeren Array. Verdoppeln typischerweise, säcke ich auf 16, dann 32 und so weiter. Und genau das macht er hier unten. Remember-Symbol, der sagt, wenn ich quasi voll bin, dann sage ich meine neue Größe, wird die doppelte Größe, dann mache ich einen Realloc. Sie alle kennen Realloc von C. Realloc ist die Cousine oder die Schwester vom Malloc, nur dass die einen Pointer vom Malloc schon, nur dass sie schon mal einen gemallockten Pointer kriegt und dann allokiert sie einen mit einer neuen Größe und kopiert den alten Schrott da rein und gibt den alten Schrott wieder frei. So rum. Das heißt, wenn ich hier sage realloc b, also x gleich realloc b und neue size, zum Beispiel 200, dann allokiert er zunächst einmal ein neues Stück mit 200 Größe, kopiert den alten Schrott aus b in dieses neue Stück rein und tut das alte b auf seine Freeliste. Als C-Programmierer muss ich aufpassen, dass ich danach nicht mehr auf das b zugreife, weil das ist dann frei. Ja. Muss man immer sehr aufpassen, aber das macht dieses Realloc. Wir werden auch diese ganzen Malloc und Realloc und so weiter hier später nicht mehr verwenden. Wir kapseln das hier an zwei, drei Stellen und wir schauen, dass wir da nachher nicht mehr damit zu tun haben, weil das ist die Quelle allen Bösens in C, also aller Fehler und Speicherlöcher und was weiß ich was. Also das ist, da kann man ewig dann suchen. Bei komplexen Programmen weiß man nämlich im Allgemeinen nicht mehr, wann man irgendwas freigeben kann. Also bei kleinen Spielprogrammen bis ein paar tausend Lines of Code kriegt man das vielleicht noch irgendwie gebacken. Aber in einem großen Team, wo irgendeiner irgendeinen File liest oder eine Datenstruktur aufbaut und gibt sie dem anderen und der tut sie in den Container rein und ein Dritter holt sie wieder aus dem Container raus. Wer soll es dann freigeben? Zum Beispiel der Container weiß nicht, ob der andere noch Referenzen hat, der andere weiß nicht, ob das noch im Container drin sein bleiben muss oder wie auch immer, ne? Und ob jemand anders sich die Referenz auch schon rausgeholt hat. Also ohne Garbage Collection sind solche komplizierten Sachen im Grunde genommen nicht zu lösen. Man bastelt sich dann immer irgendwelche eigenen Lösungen, typischerweise Referenz-Counting, was erwiesenermaßen ein schlechter Garbage Collection Algorithmus ist. Das werden wir auch noch sehen in der übernächsten Vorlesung.
Also insofern, deswegen werden wir nachher, ja, werden wir schauen. Gut, aber hier unten brauchen wir es. Wir müssen natürlich erstmal unsere eigenen Verwaltungsstrukturen hier in unserer Runtime aufbauen und dazu nehmen wir natürlich Smalloc und Free, uns Realloc. Also hier nochmal Remember-Symbol, wenn ich voll bin in meiner Kachel, dann hole ich mir eine größere Kachel und setze dann die Size auf die New Size und dann kann ich da in meiner Kachel weiterarbeiten. Da komme ich natürlich, das heißt, weil es immer verdoppelt, habe ich also keinen riesen Aufwand, sondern ich mache bloß Log 2 Reallocations. Und beim Suchen gehe ich natürlich in der aktuellen Kachel bis zu Known Symbols durch und mache hier einen String Compare. Das ist jetzt hier ein sehr dummer Algorithmus, weil der einfach linear sucht. Schöner wäre, wenn man hier entweder Hashing nehmen würde oder wenigstens einen Binärbaum. Also man könnte sie zum Beispiel als Binärbaum organisieren, dann wären wir wenigstens bei Log N Suchoperationen. Weil, ja, Sie können sich vorstellen, wenn ich jetzt mal 2.000, 3.000 Symbols habe und bei jedem Ding, was ich reinlese, muss ich die ganze Liste wieder durchsuchen, dann verbringe ich die meiste Zeit da drin. Und mit einem Hashing kriegt man natürlich konstante Suchzeiten. Das heißt, da hat man dann mit einem oder mit zwei, je nachdem, wie gut mein Hash ist und je nachdem, wie voll die Hashtable ist, kann ich da mit ein bis zwei Compares schon dort sein. Und mit einem Binärbaum bin ich dann bei 1.000 mit 10 vergleichen dort, weil das dann Zweierlogarithmus von 1.000 bin ich bei 10 Compares dort, das ist auch schon ganz gut, auf jeden Fall alles besser als 1.000, ja, oder 500 im Mittel. Ja, also, aber ich lasse es jetzt mal so, machen Sie es besser, das ist jetzt nur, damit wir schnell vorankommen, mache ich da jetzt nicht. Das ist Algorithmen und Datenstruktur, erstes Semester, geht mich jetzt nichts mehr an, vergessen wir jetzt wieder. Okay, die anderen sind alle relativ straightforward. Hier gibt es noch einen New Scheme Vector, mit dem können wir dann selber Hashtables im Scheme später implementieren, weil ansonsten sind wir auf unserer Cons und mit Cons können wir bis Listen bauen oder maximal Bäume und wir bleiben dann immer, ich habe übrigens in der ersten Vorlesung mal was Falsches gesagt, ich habe mal gesagt, dass man damit immer nur lineare ON-Algorithmen bauen kann, man kann natürlich mit Bäumen O-Log-N bauen, das habe ich eigentlich falsch gesagt. Ist jetzt aufgenommen, dass ich mich korrigiert habe. Ja. Aber natürlich, die meisten sind dann ON. So, und New Scheme Singleton, das ist eine Hilfsroutine, um unser True, False und Nil zu allokieren. Werden wir gleich sehen. Der allokiert nur einen leeren Header und hat nur einen Tag. Und dann haben wir hier noch ein New Environment. Ein Environment besteht jetzt bei uns hier aus aus zwei Objekten eigentlich. Also wenn ich ein Environment hier allokiere, dann sagt er hier, er allokiert gleich nochmal einen Scheme-Vektor und macht eine Referenz da drauf und das sind die Keys and Values. Und hier werden wir irgendwie auf irgendeine Art Keys und Value-Paare miteinander verknüpfen. Da gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Wir könnten zum Beispiel immer sagen, wir machen alternativ Key-Value, Key-Value, Key-Value. Und hier werden wir ja nachher auch das Problem haben, dass wir in dem Environment nach einem Symbol suchen müssen, also nach einem Key. Auch hier gilt wieder, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, ineffiziente, effiziente, und wir haben hier uns einfach mal für den einfachsten, der ist auch nicht sehr effizient, einfach linear durchsuchen. Was aber interessant ist noch, was man machen kann, man kann entweder die Dinger organisieren, also so wie hier, Key-Value-Paare abwechselnd, oder man kann seinerseits wiederum hier eine Tabelle machen auf lauter kleine Cons-Zellen. Also dass hier Key-Value, Key-Value und so weiter drin ist. Key-Value, als Beispiel, dann müssen wir wissen, wie viele tatsächlich drin sind. Das heißt, hier muss es ein N geben. Das N wäre zum Beispiel in dem Fall jetzt 3. Das ist wieder unser Tally, unser Kerbholz, wo wir mitzählen, wie viele da tatsächlich drin sind. Und wenn wir das so machen, dann haben wir nachher den Vorteil, dass wir tatsächlich, wenn wir es später mal kompilieren, zur Compile-Zeit diesen Lookup machen können nach Variablen und uns dann eine Referenz auf diese Zelle merken. Da brauchen wir zur Laufzeit hier nicht mehr durchsuchen. Kommen wir später. Also so haben wir es jetzt mal organisiert. Dann, das war es eigentlich schon. New Built-in Function, Built-in Syntax, da kommen wir später drauf zurück. So, dann kommt der Reader. Die Aufgabe vom Reader ist, der hat einen Entry ganz hier unten, wo geht's los? Scheme Read. Und der kriegt als Parameter ein Stream-Objekt, ein File oder ein Input-Stream, String-Stream oder File-Stream-Objekt, aus dem er liest. Das haben wir jetzt schon so gemacht und dieses, also
normalerweise könnte man ja sagen, ein File-Pointer würde reichen, sowas wie Standard-In und Standard-Out. Würde auch für uns reichen. Aber wir haben es gleich so gemacht, dass der als Argument ein Scheme-Objekt kriegt, in dem der File-Descriptor drin ist, damit wir das später verwenden können, wenn wir in Scheme eine File-Read-Funktion zum Beispiel implementieren wollen. Dann können wir die nämlich wieder verwenden. Also er kriegt hier schon ein Scheme-Objekt, was ein Input ist. Und was macht er jetzt? Sie erinnern sich, der Reader muss im Grunde genommen Expressions, die entweder aus Zahlen, also 1, 2, 3, oder Symbole A, B, C oder Strings, Hochkomma, X, Y, Z, Hochkomma, möglicherweise sogar mit irgendwelchen Escapes, Backslash Newline, Backslash T, oder vielleicht sogar Backslash 0100 oder 010, solche Dinge. Und, Klammer auf, Expression, 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 Klammer zu, wobei jedes von denen wieder also eine Expression, Expression, Doppelpunkt gleich, das oder das oder das, und hier steht wieder Expra, Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, hier ist eine rekursive Definition, jedes Element der Liste kann natürlich wiederum eine Liste sein oder eins von denen. Und das muss unser Reader können. Also was macht er am Anfang? Hier geht's los, er überspringt erstmal Leerzeichen, falls ich von da vorne irgendwo komme, da sind Leerzeichen drin, überspringt er erstmal die Leerzeichen. Dann macht er einen Peak, er guckt einen Charakter vor, also im Prinzip liest er es, aber er markiert es noch nicht als überlesen. Wir werden gleich sehen, wie das implementiert ist. Und wenn das Charakter End of Stream ist, dafür haben wir eine spezielle Konstante, also End of File, dann sagt er, dann liefert er das Scheme Singleton Scheme End of File zurück. Wenn es eine runde Klammer auf ist, dann sagt er, okay, ich muss die runde Klammer auf erstmal überlesen und ruft dann Reads List Rest auf. Kommen wir gleich dazu. Wenn es eine runde Klammer zu ist, dann sagt er, das kann an der Stelle nicht sein. Das ist ein Error, weil dann wäre eine runde Klammer zu letztendlich auf der obersten Ebene. Wenn es ein Hochkomma ist, gibt es hier einen Read Stream, String, und ansonsten Read Atom, also String behandelt das und Atom behandelt die zwei. Fangen wir mal mit Read Atom an, das ist der einfachere Fall. Der guckt wieder eins vor und sagt, wenn eine Klammer kommt oder ein Separator oder End of Stream, dann bin ich fertig. Das heißt, dann sagt er, alles, was ich bisher gesammelt habe, Num Characters, ist aber am Anfang 0, aber falls er schon welche gesammelt hätte, macht hier das 0-Byte dran an das Stringende, fragt, ist Valid Integer, der guckt im Prinzip, ob das alles Digits sind. Wenn es Valid Integer ist, dann macht er hier mit Scanf draußen eine Integer und legt also erstmal eine C-Integer, die hier, und macht dann eine New Scheme-Integer mit dem Ding draus. Also Scheme-Integer ist ja dann Tag Int und da hinten der Eval, quasi eine geboxte Integer, wenn man so will. Wobei wir werden nachher noch einen Trick finden oder über einen Trick sprechen, wie man sich das sparen kann, weil Integers werden viel verwendet, natürlich bei allen Zähloperationen, wenn ich Längen, wenn ich Listen verarbeite oder wenn ich Fakultät ausrechne, sind ständig Integers unterwegs. Und wenn ich jedes Mal für jedes Integer, für jedes Resultat, für jede Addition quasi einen Malloc machen muss, kann man sich vorstellen, dass das dann relativ langsam wird. Und da gibt es einen einfachen Trick, wie man das speziell für Integer nachher noch hochoptimieren. Aber jetzt erstmal in der ersten Version machen wir das so. Ansonsten, wenn es also kein Valid Integer ist, dann sagt er, dann ist es ein Symbol, dann ist nämlich sowas. Und dann ruft er New Scheme Symbol, in dem Buffer stehen die Characters drin. Also Sie können nachher nochmal da drauf gucken, das ist eigentlich relativ straightforward, der gleiche Code wie in Smalltalk, nur jetzt halt in C ist alles drin, 10 Zeilen, 10 mal so lang. Hier nämlich auch diese Allocation ständig, man muss also immer aufpassen, dass man nicht irgendwelche Buffers überlaufen. Ja, hier haben wir einen kleinen Trick, weil normalerweise müsste ich die Characters ja erstmal, ich weiß nicht wie lange das Symbol wird, erstmal in den Buffer reinlesen, damit ich den Buffer Overflow aber verhindere, kann ich den nicht fix anlegen, kann nicht sagen, hier 64 Characters, länger darf mein Symbol nicht werden. Das ist genau der Fall. Die meisten Lazy-Programmierer tun das. Und das gibt dann die Buffer-Overflows, die dann das Einsprungstor für irgendwelche Viren sind, weil die schreiben da wunderbare Sachen dann rein, die meistens dann auf dem Stack liegen und Return-Adressen sind und springen dann, dann springt die Routine, wenn sie returnt, irgendwo hin, wo sie nicht hin soll. Soweit klar. Also ich habe hier einen Buffer, der hat zum Beispiel 64 Bytes und jetzt kommt ein Symbol rein, das 65 groß ist, dann schreibt er, was immer da dahinter liegt. Ja. Jetzt ist mein Stack aber nach unten organisiert, das heißt die 64 Bytes, die sind hier so und wenn ich jetzt da oben rausschreibe, dann kommt hier irgendwann mal meine Return-Adresse auf dem Stack, weil das Stack ja nach unten wächst bei den meisten Maschinen.
Und wenn ich jetzt also dafür sorge, dass der Buffer, der eigentlich nur für 64 Platz hat, 68 Bytes gefüllt wird, indem ich die entsprechenden String reingebe, dann liegen hier die vier Characters drin. Und wenn ich den String, den ich ihm gebe, so entsprechend organisiere, dass hier eine gültige Adresse drinsteht von irgendeiner Routine in der Library, die ich gerne aufgerufen hätte, dann kann ich den dazu bringen, dass der nach dem Read dorthin springt. Das sind genau diese Buffer-Overflows, von denen alle immer wieder reden. Ne? Und wir machen das jetzt so, wir haben hier einen Quick-Buffer erstmal. Das heißt, eigentlich würde man gerne diese Buffers alle dynamisch mit Malloc geschwind holen, da drin arbeiten, eventuell mit Realloc vergrößern und nachher wieder freigeben. Das macht der Reader auch. Allerdings ist der Reader, genau Read Atom, einer der heavy in use ist, weil der muss den ganzen Input, der kommt alles an dem vorbei. Deswegen haben wir hier einen kleinen Trick gesprochen. Wir sagen Folgendes, wir haben hier einen kleinen Quick-Buffer, der vielleicht 64 Bytes lang ist, so wie das hier. Und er hat einen Current Buffer, der am Anfang auf den Quick Buffer zeigt, und er hat einen Current Buffer Size, die initiale Buffer Size ist. Und wenn er jetzt hier am Schluss seinen Current Buffer erreicht hat, sprich er hat 64 Characters gelesen, dann gucke ich, bin ich noch im Quick Buffer, dann allokiere ich hier einen neuen Buffer und setze den Buffer Pointer auf diesen neuen Buffer. Kopiere dann aus dem Quick Buffer darüber und arbeite hinterher mit dem gemallockten weiter. Wenn ich nicht mehr im Quick-Buffer bin, das heißt, nachdem einmal resized wurde, dann mache ich einen Realloc. Das heißt, ich habe hier einen zusätzlichen Pointer, der am Anfang auf das hier zeigt. Und wenn der voll ist, allokiere ich einen neuen mit Malloc, vielleicht 128, also doppelt so groß, und lasse den da drauf zeigen. Und in dem arbeite ich dann weiter mit Realloc und mache den größer. Das heißt, für alle Symbols, die kleiner sind, kleiner gleich 64 Characters sind, brauche ich nie Malloc aufrufen, weil da kann ich hier in diesem kleinen Quick-Buffer arbeiten. Ansonsten wieder das Typische hier mal 2 vergrößern. Okay, das wäre so dieser kleine Trick, der vielleicht für die C-Programmierer für den einen oder anderen interessant sein könnte, aber Sie haben den ja schon gekannt. Das war jetzt Read Atom. Read String ist analog, nur dass der jetzt auf ein Doppelhochkomma wartet. Hier. Ich habe jetzt hier keine Behandlung für, was man zum Beispiel machen müsste, natürlich hier diese Backslash-Erkennung. Also wenn ein Backslash kommt, dann guckt er das nächste, wenn es ein N ist, dann füge ich ein Newline ein. Wenn es ein Tab ist, ein T, füge ich ein Tab ein. Und wenn es nochmal ein Hochkomma ist, füge ich ein Hochkomma rein. Das kann der jetzt noch nicht, das würde ich Ihnen auch überlassen. Oder auch, dass man doppelte Hochkommas hier drin als Hochkommas dann erlaubt. Also ich kann jetzt keinen String eingeben, der einen Double Quote in drin hat. Mit dieser Read-Routine, die hat einfach diese Einschränkung im Moment. Würde ich Ihnen auch empfehlen, das besser zu machen. Dann, also Newline wäre zum Beispiel auch nicht schlecht. Und dann, was haben wir noch? IsValidIntegr, sind wir gerade hier vorbeigekommen. IsValidIntegr, der guckt erstmal, wenn ein Minus kommt, aber nicht nur ein Minus, dann ist es auch gültig, dann überspringt er es hier. Das heißt, er kriegt einen Character-Pointer, guckt, kommt ein Minus. Wenn ja, geht es weiter. Wenn aber dann jetzt hier schon Schluss ist, dann ist kein gültiges Integer. Und ansonsten der Rest müssen alle zwischen 0 und 9 sein hier an der Stelle. Und der liefert dann 0 oder 1 zurück, je nachdem, was er sagt. Und wenn der dann sagt, das ist eine Valid Integer, dann kommt hier unser Scanf und der legt eine neue Scheme Integer an. So, der wirklich interessantere Teil sind nicht die Atome und die Strings, sondern sind die Listen. Also hier, wenn wir eine runde Klammer aufgelesen haben, überlesen wir die zuerst und gehen dann dorthin und kommen dann hier raus. Und hier drin überspringen wir wieder als erstes natürlich Blanks und Spaces und Newlines und was alles. Dann schauen wir wieder ein weiter, gucken wir, was das nächste Charakter wäre. Wenn das eine runde Klammer zu ist, dann haben wir die Situation, dass wir quasi eine leere Liste kriegen. Dann überlesen wir die runde Klammer zu und liefern nil zurück. Ansonsten rufen wir rekursiv den Read auf, damit der Read hier das erste Element, Gesundheit, das erste Element reinliest. Und das kann ja dann seinerseits wieder eine verschachtelte Liste sein oder ein Atom oder was immer, weil das ist ja unser Scheme Read, das wo wir eigentlich herkommen. Das heißt, es kann beliebig wieder weitergehen. Wenn der zurückkommt, hat der, was immer er gelesen hat, das muss ja dann richtig balanced sein, weil sonst kommt er nicht wieder raus, also er muss auch die entsprechende Klammern zu schon wieder gelesen haben, überspringen wir wieder Leerzeichen, hier vielleicht, und sagen, jetzt kommt entweder ein Punkt für unsere degenerierten Listen, damit man sowas eingeben kann, 1.2 oder A.B. Vergessen wir das mal für eine Sekunde. Wenn es kein Punkt ist,
dann kommt Read Scheme, Scheme Read List Rest. Das ist eigentlich der gleiche Code wie der, in dem wir gerade drin sind. Wir sind nämlich gerade schon in Scheme Read List Rest drin. Nur, dass wir die runde Klammer auf nicht mehr sehen. Das ist nämlich der Rest, die Restliste. Und die Restliste wäre wiederum eine Liste bestehend aus Elementen, die von einer runden Klammer oder gleich eine runde Klammer, dann kommt nil zurück. Das macht er ja hier. Das erinnert sich hier oben, wenn der kleine runde Klammer kommt, dann liefert er hier Scheme nil zurück. Und das wird nämlich auch, was der hier zurückliefert, wird nämlich dann unser Cutter. Wir haben nämlich nachher eine Liste, die besteht aus dem ersten Element, was wir reingelesen haben, und hier hinten die Restliste. Das ist entweder nil, dann ist das quasi eine Liste bestehend aus einem Element. Oder das ist eine Liste, die wieder Punkt, 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 Punkt und dann weitergeht. Dann ist es auch eine passende Liste. Dann ist das L1, L2, L3 und so weiter. So, und jetzt lassen wir das mal laufen. Was fehlt noch? Ach so, Read Character, Peak Character. Moment. Peak Character ist ganz einfach. Der kriegt ja dieses Input-Objekt, was ein File-Stream ist oder ein String-Stream, wobei Sie sehen hier, den String-Stream haben wir noch gar nicht implementiert. Aber wenn der einen File-Stream kriegt, dann sagt er, okay, habe ich da schon mal was gelesen? Ist das Look-Ahead-Charakter ungleich nichts? Dann liefere ich den Look-Ahead-Charakter zurück. Und wenn nicht, dann lese ich einen Charakter von dem Input-File. Da ruft er das, den API-Call vom Betriebssystem, fread, wobei das ist kein API-Call, der ist selber wieder gepuffert und macht noch mehr, aber im Grunde genommen am Ende endet es in einem Betriebssystem-Read. Guckt, ob er und will ein Zeichen lesen, und wenn er da kein Zeichen kriegt, dann weiß er, ich bin am Ende, end of stream. Und wenn nicht, dann setzt er das Look-Ahead-Charakter auf den CH, den er gelesen hat, und liefert ihn zurück. Dem fread muss man die Adresse eines Buffers mitgeben, und das ist hier der Charakter, den ich reinlesen will, der da. Das ist also quasi eine Adresse von einem Buffer der Größe 1, was ich hier mitgebe. So, und Read-Charakter unterscheidet sich von Peak-Charakter kaum, nur dass er im Prinzip hier oben, wenn er einen Look-Ahead-Charakter schon hat, dann nimmt er den raus und setzt den Look-Ahead-Charakter auf nichts mehr, auf leer, damit er beim nächsten Mal das nicht nochmal zurückliefert. Und wenn er keinen Look-Ahead-Charakter von vorher hat, dann liest er hier das Ding und liefert es gleich zurück. Wohingegen der da oben das sich vermerkt. Sie erinnern sich, der Peak guckt immer eins weiter, aber er muss es natürlich einmal gelesen haben, nur merkt er sich das dann, damit wenn das nächste Mal wieder Peak kommt, kann er das gleiche nochmal, und wenn er es Read kommt, kann er es überlesen. So, das war das. Is-Separator ist relativ trivial. Blank, Tab, Newline, Return. Skip-Separator sagt, ich gucke mal einen vorwärts, und solange das ein Separator ist, überlese ich ihn und gucke wieder einen vorwärts. So, das war es eigentlich schon. Da sind wir durch, das ist der Reader, Sie können sich das zu Hause nochmal in aller Ruhe angucken. Sie können auch im Internet googeln, Scheme Reader gibt es wie Sand am Meer, die sehen alle gleich aus. auch auf unserer Webseite sind ein paar, die sehen alles aus. Gut, dann habe ich noch einen Printer, damit man auch was sieht. Scheme Print, der ist aber super trivial, der guckt nämlich hier nur nach, der kriegt ein Objekt O, und hier kriegt er noch ein How to Print. Da kann man nämlich zum Beispiel sagen, ob ich die Hochkommas von dem String geprintet haben will oder ob ich sie nicht geprintet haben will. Weil es gibt ja da in Scheme, gibt es ein Display und es gibt ein Write. Die unterscheiden sich eigentlich nur da drin. Weil wenn ich jetzt ein Print haben will auf eine Defined Function und ich will quasi den Source Code wieder printen, dann möchte ich die Hochkommas um den String haben, damit ich den String so kriege, wie ich ihn eingetippt habe, und ich könnte ihn nachher wieder dem Reader geben. Wenn ich aber auf ein File rausschreiben will und will da Hello World auf dem Bildschirm raus, dann will ich die Hochkommas nicht haben. Und das ist genau die Unterscheidung zwischen Display und Write. Und das macht hier unser How-to-Print. How-to-Print wird nur hier verwendet, if How gleich Display, dann kommt der String so raus. Und wenn es ungleich Display ist, dann macht er die Doppelhochkommas um den String rum. Das ist eigentlich alles. Ansonsten ist ein großer Switch. Wenn nil, dann macht er Kunde Klammer auf Klammer zu. Wenn true, dann macht er das hier, Hash T und so weiter, EOF haben wir noch eingeführt, ein Symbol printet nur seine Characters, ein String printet sie mit Hochkomma, es sei denn, er ist im Display-Modus. Ein Integer sagt Prozent %D und da kommt der Int-Val raus. Ein Cons ist ja eine Liste, der gibt eine runde Klammer auf, printet den Char, guckt, bin ich am Ende, wenn ich am Ende bin, bin ich fertig mit dieser Loop. Wenn nicht, jetzt guckt er, ob der Cutter, also den Char hat er jetzt schon geprintet, wenn der Cutter jetzt eine Liste wiederum ist, also ein Cons, dann ist es eine Liste, wenn nicht, dann ist es eine degenerierte Liste, dann muss er einen Punkt drucken. Also zum Beispiel, hier würde drin stehen eine 1, dann muss er sagen A.1, und wenn es
aber eine Liste ist, also sprich, das zeigt auf das hier und hier kommt wieder eine 1 und hier kommt eine Nil, dann muss er es als A blank 1 ausgeben. Und das macht er genau hier. Er guckt, wenn der Kütter wieder kein Kons ist, dann gibt er den Punkt aus und ruft print rekursiv auf den Kütter. Ansonsten, und natürlich Break Loop am Ende, ansonsten printet er einen Space und setzt den Rest und bleibt in dieser Loop hier drin. Also ich habe hier gar keine Rekursion auf dem Tail, sondern ich mache das über eine Loop hier an der Stelle. Könnte man auch eine Rekursion machen können. Ansonsten gibt es noch eine Build-In-Function, nur da gibt da einfach sowas wie Procedure aus und Build-In-Sync gibt das Procedure aus und wir haben hier in dem, da kommen wir aber nachher nochmal drauf zurück. So, wenn ich das jetzt baue und laufen lasse, machen wir das mal, bauen und laufen lassen. Ach so, Main muss ich natürlich noch zeigen. Halt. Main, hier ist unser Main, wo habe ich eigentlich meine Tags. In Main haben wir erstmal Initialize Symbol Table, damit wir ein bisschen was zum Spielen haben. Das zeige ich gleich, der legt mal ein paar Symbols an. Initialize Globals, werde ich auch nochmal gleich zeigen, der legt diese Singletons True, False und Nil an. Und Initialize, ach nee, Symbol Table macht gar nichts, der macht sie nur leer. Initialize Top Environment macht unsere Spielsymbole rein. Und dann sagt er Welcome to Scheme, das haben wir hier unten schon gesehen, erzeugt ein File-Input-Stream-Objekt. Die heißen übrigens im richtigen Scheme Ports, nur für die Pedanten. Nicht Stream, sondern Ports, aber ist dasselbe in grün. Und setzt den File-Descriptor auf Standard-In. Und dann sagt er, solange ich nicht am Ende bin mit Standard-In, gebe ich einmal Scheme größer aus, ruft das Read auf, da kriege ich irgendein Objekt raus. Und das muss ich jetzt nochmal kurz ausklamüsern, auskommentieren, weil das habe ich noch nicht beschrieben. Und sagt dann V gleich O. Also er liest irgendwas rein über den Reader und printet es dann gleich wieder aus. Es ist also ein Read-Print-Loop, kein Read-Eval-Print-Loop. Muss ich nochmal kurz machen, bauen und neu laden. Ja. So, jetzt haben wir also ein Ding, was letztendlich immer genau uns das wieder zurück echot, wie ein Esel, was ich ihm sage. IA, kommt IA raus, ABC, das ist ein Symbol, kommt das Symbol ABC raus, ABC als String, kommt der String ABC wieder raus und jetzt eine Liste, eine leere Liste, da kommt die leere Liste raus, eine Liste mit einem Element, kommt die wieder zurück, eine Liste mit zwei Elementen, kommt die wieder zurück und eine Liste mit 1.2, kommt das Ding auch wieder so zurück. Machen wir das nochmal mit den Blanks, viele Blanks, 1 und viele Blanks und nochmal eine 9. Und der druckt es natürlich dann so aus. Also es war jetzt so ganz einfach Echo das nicht, sondern er hat es tatsächlich gelesen und wieder geprintet. Aber vielleicht als Beweis, wenn einer nicht glaubt, es hätte ja auch ein Echo-Programm sein können. Jetzt habe ich auf den falschen Tab gedrückt, das dauert hier so lang bei diesem blöden Ding. Kann ich das abwürgen? Falls irgendein GDB-Entwickler zuschaut, bitte, List of Info Functions ist viel zu langsam in diesem GDB. Das ist die Hölle. Ja, ich kann es abbrechen und vielleicht Board, ja, Sources. Da will nämlich den GDB fragen. Ah, jetzt kommen sie, das dauert Stunden, bis die Functions da rauskommen. Gut. Wo waren wir? Im Printer wollte ich mal kurz einen Breakpoint reinmachen. Vielleicht hier bei, naja, da kann ich jetzt keine Breakpoints setzen, solange der da hinten noch wurstelt. Ah, furchtbar. Das Problem ist, dass die Standard-Library, die da reingelinkt hat, die hat Millionen Symbols und das dauert dann ewig. So, jetzt ist er durch, okay. So, also. Und wenn ich hier oben aus Versehen auf diesen Functions-Tab drücke, dann will er die holen, will er mir so zeigen, welche Namen es gibt in dem Executable und das ist einfach viel zu viel. So, machen wir mal einen Breakpoint auf den Print von dem Cons hier, machen wir hier hin. Und geben wir ihm nochmal einen Cons zum Fressen, 1, Klammer auf, 2, 3, Klammer zu, 4. Und jetzt müsste ein Breakpoint, da sitzt er, warum zeigt er mir hier das hier nicht? Das ist, warum ist da jetzt nicht den Breakpoint? Jetzt. Okay, also fprintf out. Fprintf, wir werden das jetzt gleich sehen, dass wir nichts sehen, der ist selber gepuffert. Der fprintf hat selber einen Buffer und wenn ich sage, printe mal, tut das erst den Puffer rein, solange bis ich entweder flush sage, fflush, kennen Sie wahrscheinlich,
oder bis das Ende der Zeile erreicht ist, dann kommt es raus. Das heißt, jetzt, wenn ich jetzt hier sage fprintf out, runde Klammer auf, und wir erwarten, dass da unten eine runde Klammer kommt, dann werden wir lange warten. Wir müssen warten, bis da ein Newline kommt. Also Single Step, nicht enttäuscht sein, Zeilenschritt. Sie sehen, dass Sie nichts sehen, also ist nichts gekommen, genau aus dem Grund. Zeilenschritt, und jetzt sagt er hier, aha, Scheme Print, den Karl. Sieht man, jetzt kommt er hier wieder rein. Das ist ein Integer. Wir sehen aber noch nichts, weil eben der Flash fehlt. Gehen wir wieder weiter. Jetzt hat er sich, ist er wieder aus der Rekursion zurück. Jetzt guckt er, ist der Kutter nil? Nein, ist er nicht. Ist es ein Cons? Ja. Jetzt printet er das Blank und setzt den Rest und ist wieder in der Loop. Jetzt geht es wieder weiter. Jetzt kommt wieder ein Cons. Das ist diese verschachtelte Liste mit 2, 3. 2, 3 und irgendwann am Schluss. Ja, jetzt machen wir es aber anders. Kommt es raus und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt ersetze ich alle printfs hier durch myprintf. Myprintf. Again, 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 again. So, und jetzt sage ich hier oben static. Dann machen wir es anders. Define myprintf. Ah, ist vielleicht noch ein Trick, einen kleinen. Ja, was brauche ich denn da? Jetzt habe ich hier Variable Anzahl. Ich will jetzt aber nicht sowas mit varargs definieren. Blödsinn. Geht doch nicht so einfach. Machen wir es wieder rückgängig. Ich mache es anders. Ich definiere hier mir ein Makro. Define printf. Und jetzt kommt der Trick. Mit einem Argument a und ich sage hier fprintf a Semikolon fflush Standard out. So, und jetzt rufe ich hier unten überall, wo ich mein printf hatte, da muss ich jetzt mal was lernen, Moment mal, vorwärts, search fprintf. So, überall da mache ich jetzt ein printf mit zwei Klammern. Jetzt habe ich ein Makro, das nachher ein Argument hat. Das ist nämlich nachher das eine Argument für das Makro. Und wenn ich das expandiere, dann kriege ich hier meine Klammer, so wie ich sie brauche. Und kann trotzdem noch den F-Flash dahinter schreiben. Ich muss nur dafür sorgen, dass die Klammern überall richtig geschachtelt sind. So, weil ansonsten hätte ich jetzt ein var-arg-Makro gebraucht, was es nicht gibt. Oder eine var-arg-Function schreiben müssen wir mal kurz, was ich nicht will. Und so habe ich ein Makro, was quasi mit var-args zu Rande kommt. Also jetzt bloß hier überall diese Klammern reinsetzen. So. Und hier auch noch. Da noch eins. Und jetzt können wir nämlich da single-steppen und haben einen schönen Flash immer drin. Und wenn ich nachher den Flash nicht mehr will, was ich ja am Ende wirklich nicht mehr will, dann brauche ich bloß das Makro ändern und nicht wieder überall durchgehen. Das war's, glaube ich. So, übersetzen. Bauen. Ah, Error, da haben wir einen Fehler drin. Moment, wo geht's los, der erste Fehler? Es ging Printer, Zeile 91, da steht Unterminated Argument List, ah, da habe ich da oben wahrscheinlich printfa. Printf, Moment. Vorwärts suchen. Habe ich irgendwo eins vergessen? Sieht gut aus, soweit. Sieht eigentlich gut aus, überall. Ah, da habe ich eins vergessen, tatsächlich, okay. Und nehmen und nochmal bauen. Okay, und gehen wir nochmal rein. Und wenn ich jetzt meinen Reinstall Breakpoint, kannst du machen. Und jetzt geben wir nochmal die Liste 1, 2, 3, 4 ein. Und jetzt, wenn ich jetzt da durchsteppe, sehen wir, was er outputtet. Das ist nämlich angenehmer. Jetzt kommt die runde Klammer durch unseren F-Flash. Das ist eigentlich netter zum Debuggen. Also jetzt nochmal, jetzt ruft er sich rekursiv für das erste. Da überspringen wir mal drüber. Jetzt kommt die 1 raus. Aha. Und jetzt geht's weiter. Wo sind wir? Jetzt kommt die nächste schon raus. Geht's weiter. Hier, jetzt guckt er, ist nil. Jetzt sagt er, es kommt noch was.
Blank kam raus, jetzt setzt er den Rest, geht, bleibt hier in der Loop, ruft sich rekursiv jetzt für die 3 auf, kommt wieder zurück, ist jetzt hier, ruft die runde Klammer, jetzt war er bei Nil von dieser inneren Liste, jetzt kommt er oben wieder raus, nochmal ein Cons, out, Blank und jetzt geht es weiter, jetzt ruft er rekursiv die 3 für die 4 sich auf, das macht er jetzt hier, das ist schon bei Tag Integer, jetzt kommt die 4 dran und wieder zurück. Jetzt stellt er fest, dass der Rest-File-Scheme-Cons-Cutter, schauen wir mal, Print, Alt-Print, aha, ah ja, gut, Objekt, was ist denn das jetzt für ein Ding, das weiß ich nicht, ich sehe hier im GDB, der zeigt mir bloß die Adresse, aber das ist unser Nil. Tatsächlich können wir nochmal Scheme-Nil ausprinten, Moment mal, das ist das hier und schauen wir mal, Scheme-Nil. Scheme-Nil ist dasselbe, also funktioniert prima, das ist unser Nil. Und jetzt machen wir Single-Step mal weiter, nein. Und es geht weiter, jetzt kommt die runde Klammer zu, Single Step, wir sind fertig, raus, Ende vom Scheme Print, Ende und wir sind wieder in unserer Main Loop, weiter geht's. So, also so, jetzt haben wir mal durchgesteppt. So, das war jetzt unser Reader und unser Printer und jetzt, das ist eigentlich der Stand, in dem wir fast das letzte Mal aufgehört haben. Jetzt ist die Frage, wie machen wir unsere Funktionen, natürlich unser Eval, gehen wir mal los, können wir uns auch wieder zunächst mal einfach machen und wir fangen mal an mit, Moment, ja, ein bisschen was haben wir schon geprogrammiert gehabt, hier ist das Scheme Eval. Das erste ist, dass wir uns überlegen, ja, was wird wie evaluiert, klar, Integers, Strings und eigentlich alles außer Listen und außer Symbolen evaluiert zu sich selber. Die sind selbst evaluierend. Und genau so habe ich es jetzt hier gemacht. Hier ist ein Switch auf die Expression, die er zu evaluieren hat. Und wenn es ein Symbol ist, dann muss ich das Binding holen von dem Symbol, das Sie erinnern sich. Und wenn es eine Liste ist, dann muss ich das als Funktionsaufruf, also EvalList oder als Built-in-Syntax, eins von beiden, das weiß ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber alles andere returnt sich selber. Das sind dann die Integers und die Strings und was weiß ich was. So, GetBinding, Moment, wo waren wir? Ach so, das ist hier in Scheme Environment. Und Scheme Environment, ich habe das hier kurz angezeigt, wie das hier aufgebaut ist. Da gibt es im Prinzip zwei Entries, AddBinding, als erstes Argument das Environment, in das ich es reintun will, und ein Key to Add und ein Value to Add. Und der guckt erstmal durch, ob es den Key schon gibt und setzt dann nur den Value. Das heißt, er geht hier einmal durch und wenn er den Key findet, dann setzt er da drin in diesem Ding den Value auf den neuen Value. Und wenn es noch nicht ist, dann landet er hier unten, Key to Add Not in Environment. Dann guckt er erstmal, hat er noch Platz hier? Also sprich, ist dieses Tally, wo waren wir hier? Da, naja, das ist hier schon verhunzt, mein Bild. Aber dieser Counter, hat er hier in dem Array noch Platz? Wenn nicht, macht er hier das gleiche Spielchen. Er allokiert einen neuen Vektor, aber hier nicht mit Realloc, sondern das sind Scheme-Objekte. Also da muss er unseren Scheme-Allocator aufrufen. Weil wir haben das hier explizit mit Absicht so definiert, dass das selber ein Scheme-Objekt ist. Also das ist ein Vektor aus Scheme-Sicht. Hat einen Header dran, Header. Und ich kann dann nachher später mit Reflection, kann ich mir dann nämlich zum Beispiel in den Environment reingucken. Also alles, was ich hier unten als Scheme-Objekte definiere, kann ich später in die Sprache hochlupfen, kann da eine Funktion dafür basteln, die mir irgendwie was rausholt und kann dann damit Reflection machen. Kann zum Beispiel Environments aufbauen und damit kann man ganz nette Dinge, nette Spiele damit machen. Oder das gleiche mit den Streams, da kann ich dann zum Beispiel einen OpenStream, kann einen Reader, kann dann Imports damit definieren und so Zeugs. Das geht dann alles ganz trivial auf der Scheme-Ebene, wenn ich das mache. Also alles, was Sie da unten verstecken und irgendwie keinen Header hat, und nachher, das können Sie nachher nicht auf die Scheme-Ebene rauflupfen. Wir waren Genau, also nochmal wiederholen, falls Sie es nicht gehört haben, also auch in Python, oder ich kann jetzt auch nochmal in Smalltalk dazu als anderes Beispiel bringen, kann man auf diese ganzen internen Datenstrukturen und diese ganzen internen Hilfskonstrukte und Hilfsobjekte zugreifen über Python-Funktionen und nachdem die alle einen Header haben und bekannt sind, dann kann ich da auf der Sprachebene mit diesen dann operieren. Das hat man zum Beispiel versäumt bei Java, die Klasse. Also die Klasse gibt es eigentlich als solche nicht. Man kann sich zwar ein Class-Objekt holen, aber das ist nur so ein Mirror, so ein Schattending. Das ist eigentlich nicht das, was es wirklich ist. Und deswegen kann ich da drin auch nicht rummanipulieren.
In Smalltalk ist es das. In Smalltalk ist das Objekt, was man zurückkriegt, wenn man nach einer Class fragt, tatsächlich das Objekt, wo die Methoden, Dictionary und alles drinsteht. Und da drin kann ich rummanipulieren und dann verändert sich das Verhalten vom Programm dynamisch. Kann man euch sagen, das will ich vielleicht gar nicht, aber man will es dann schon, weil wenn man jetzt guckt, wie viel Reflection-Code eigentlich unterwegs ist in Java, sieht man, dass das durchaus was ist, was man will. Hat man relativ spät erst eingebaut. So, und jetzt also hier auch geht es weiter. Gut, der Code ist relativ straightforward. Er macht hier auch wieder einen Vektor, der doppelt so groß ist, kopiert dann die Elemente aus dem alten Vektor in den neuen um, setzt die Größe und speichert dann am Schluss, erzeugt ein neues Pair, New Scheme Cons, also ein neues Key-Value-Paar hier und trägt es dann ein an der Stelle und zählt sein, tut sein Kerbholz, sein Tally um eins hochzählen. Und entsprechend Get-Binding, na gut, das ist super trivial, der geht einfach die ganze Liste durch und sucht nach dem Key, den er zu suchen hat und wenn ja, dann geht er über diesen Scheme Cons und holt den über den Cutter hier hinten den Value dann raus. Okay. So, das wieder, gehen wir wieder zurück zu unserem Eval. Da waren wir hier bei GetBinding. Und dann kommt am Schluss Scheme Eval List. Wenn es also kein Symbol ist, das können wir jetzt mal enablen. Gehen wir wieder in Main rein. Ich habe das ja hier rausgeknipst. Das machen wir jetzt wieder rückgängig. Das heißt, wir lesen jetzt also was rein, rufen das Eval auf und printen das Resultat vom Eval, also das V hier aus. Übernehmen. Damit wir spielen können mit dem System, sollten wir allerdings jetzt ein Symbol drin haben, was schon einen Wert hat. Das habe ich hier oben was gemacht in Initialize Top Environment. Da kommen ein paar Spielsymbols rein. Da habe ich nämlich gesagt, Add Binding. Unter dem Symbol A leg mal die 100 ab, unter dem Symbol B leg mal die 200 ab und unter C lege mal einen Scheme String mit Hello ab. Und interessanterweise, was wir hier auch noch haben, unter dem Scheme Symbol Top habe ich eine Referenz auf sich selber, auf das Environment. Das ist ganz nett. Machen wir mal, bauen wir es mal. Ah, den Breakpoint hätte ich jetzt nicht mehr gebraucht. Okay, wenn ich jetzt hier A eintippe, dann kommt 100 raus. Klar, wir haben ja unter dem hier oben unter A 100 reingelegt. B kommt 200 raus. C kommt unser String. Und unter Stern Top, Stern, kommt unser Environment. Und dieses Ups kommt vom Printer. Weil der Printer hat nämlich hier hinten ein Ups am Schluss, wenn er das nicht printen kann, vielleicht sollte man mal nicht Ups sagen, sondern Ups, cannot print. Jetzt könnte man hier noch sagen, in Klammer %D und vielleicht den Tag ausgeben, Tag von O, ist das O? Ja, O, Tag von O. Das machen wir mal als erstes, neu bauen, neu starten. Terminate, den Breakpoint brauchen wir nicht mehr. Und sagen jetzt Stern Top, Stern. Okay, sagt der Cannot Print Tag 18. Schauen wir kurz im Header nach, das muss tatsächlich unser Ding gewesen sein. Oje, das muss man jetzt zählen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Also das war tatsächlich das Environment, was er nicht drucken kann. Gehen wir mal wieder in Source zurück. Ups, halt falsch, da. Und machen da vielleicht im Printer einfach noch ein Case rein und sagen, wenn ich zu printen hätte ein Tag Environment, ja, jetzt könnte man natürlich hier an der Stelle das Environment dumpen, mache ich jetzt mal nicht, ich sage einfach Environment, Punkt, 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 überlasse ich Ihnen. Tatsächlich werden wir vielleicht später mal sogar das Print in Scheme dann redefinieren und dann brauchen wir das eh nicht. Da können wir dann alle möglichen Tricks reinbasteln, übernehmen. So, und wenn ich das jetzt nochmal baue, neu starte, ja, das kann ich glaube ausschalten. Confirm Session Termination, das brauche ich nämlich nicht. So, jetzt kann ich hier sagen Stern Top Stern und dann sagt er mir, das ist ein Environment. Aber ich könnte, wenn ich nachher eine Get Environment Scheme Funktion habe, könnte ich mir damit quasi auch Reflection wieder machen. Welche Namen sind denn bekannt im System? Und der Compiler könnte sich dann zum Beispiel später, dafür werden wir es tatsächlich brauchen, alle Funktionen rausholen, die es gibt und die dann durchkompilieren. So, okay, jetzt wird es wirklich interessant. Jetzt kommen wir mal zu den Funktionen. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass wir uns mal überlegt haben, wie wir die Funktionen intern darstellen. Und wir sind dazu gekommen, dass wir, und das sieht man jetzt auch, das war quasi das Ende von unserer letzten Session. Das heißt, wir sind jetzt quasi auf dem Stand, wo wir das letzte Mal waren.
Wir sind davon ausgegangen, dass wir für jede Built-in-Funktion hier so eine C-Funktion machen. Hier zum Beispiel Built-in Plus, Built-in Minus und so weiter. Wir haben erst neue zwei. Dann habe ich hier eine Funktion, die heißt Define Function. Die kriegt ein Environment, in dem sie die Funktion definieren soll. Die kriegt ein Object Function, also einen Pointer auf eine Function oder eine Referenz auf eine Function, die ein Objekt zurückliefert. Das war OBJFunk. Das kriegt sie hier in dem Coding und einen Namen. Und das ruft unser New Scheme Built-in Function auf mit diesen Argumenten. Gehen wir nochmal ganz kurz dorthin. New Scheme Built-in Function. Und der sagt New Scheme Built-in Function aus Syntax, weil die sehen beide gleich aus. Das ist das hier. Und der kriegt als erstes ein What mit. Was soll ich anlegen? Hier in dem Fall Built-in Function und hier in dem Fall Built-in Syntax. Sorry. Und dann allokiert er so ein Objekt, setzt den Tag, setzt den Code auf das Funk-Argument hier oben und setzt den Namen auf das Namen-Argument. Und das war's eigentlich. Das heißt, unsere Function-Objekte, ähnlich wie Tag-Int und Tag-Cons und das weiß ich was alles, also hier hätten wir Tag-Built-In-Function, BIF, der hat hier einen Code und der Code zeigt auf unsere C-Funktion und hat einen Namen. Das werden wir gleich sehen, wozu was der da ist. Der ist eigentlich nur da, dass wir es nachher schön printen können. Und das war es erstmal. Und von der Sorte legen wir hier ein paar an. Wo war es? Built-in, hier unten. Da habe ich das also so definiert. Dann macht er ein Add-Binding unter dem Namen. Und das gleiche für, also das wäre Define Function. Und dann gibt es das gleiche noch für Define Syntax. Der sagt New Built-in Syntax und legt es dann auch. Tut es auch ins Environment gleich rein, unter dem Symbol. Und hier unten ist unsere Initialize-Routine, die sagt, wir definieren mal Syntax. Das soll später, soll er dann Built-in Syntax aufrufen, gibt es noch nicht. Oder Built-in Plus, gibt es auch noch nicht, ist noch leer, Abort. Aber letztendlich soll der uns schon mal die Funktionsobjekte definieren. Und die sind ja auch schon hier drin, das heißt, die Bindings sind auch schon da. Das heißt, wenn ich hier sage Plus, dann sagt er Procedure Plus. Und wenn ich sage Minus, dann sagt er Procedure Minus. Und wenn ich sage If, dann sagt er Syntax If. Weil mehr kann er noch nicht, mehr hat er noch nicht gemacht. Aber, also Bindings sind da, aber unser Eval kann das noch nicht. Beziehungsweise ich muss mal schauen, wie weit unser Eval geraten war. Weil wenn wir jetzt hier eine Liste eingeben und sagen plus 1, 2, dann lande ich ja hier an der Stelle, dann mache ich mal einen Breakpoint drauf, damit wir das auch tun. So, jetzt bin ich hier an der Stelle und jetzt steppen wir mal weiter, was wir da machen müssen. Also erstens mal hier rein, Scheme Eval List. Jetzt weiß ich nur, dass ich eine Liste evaluieren muss. Das Erste, was ich machen muss, ist, dass ich den Char evaluieren muss, also was das Plus selber. Wir haben ja ein Binding von Plus an die Built-in-Function. Der hier hat nur das Symbol. Jetzt gehen wir mal hin, er holt jetzt das Char raus, checkt Char. Und jetzt guckt er, ruft er sich rekursiv auf und evaluiert den ersten Slot. Also Char ist ja unser Plus jetzt hier, jetzt muss er das Plus erstmal evaluieren. Machen wir das mal. Das ist jetzt natürlich ein Symbol und unter dem Binding für Plus kommt natürlich jetzt hier, wenn ich weiter step, get Binding, naja, das steppe ich jetzt mal nicht durch, steppe mal bis zum Return, so, und das steppen wir jetzt auch weiter. Jetzt habe ich hier unter Funk or Syntax printed das Ding, aber ich kann da mal indirekt Funk or Syntax. Und da sieht man, da habe ich jetzt gekriegt einen Header, Tag Built in Function. Jetzt ist der GDB zu dumm, der weiß nicht wirklich, was es ist, weil der printet mir jetzt alle Elemente von der Union. Der sagt, wenn das ein Scheme Cons wäre, dann würde es so aussehen. Wenn es ein Scheme Symbol wäre, dann würde es so aussehen. Wir wissen, dass es eine Built in Function ist, wie Sie hier sehen, wie wir hier klar sehen. Also können wir gleich da runter scrollen bis zur Built in Function. Wenn es eine Built in Function wäre, dann ist es die Struktur. Und da sieht man jetzt, aha, der Name ist jetzt Plus und der Code zeigt auf unsere Built-in-Plus-Routine, die wir vorher da reingesetzt haben. So, also was gehen wir da jetzt mal weiter? Jetzt guckt er hier, also wir stehen ja immer noch da an der Stelle, machen wir da mal einen Step. Nein, da habe ich was. So, jetzt macht er hier einen Switch auf den Tag und er sagt, aha, es ist eine Built-in-Function, also muss ich Scheme Eval Built-in-Function aufrufen, steppen wir mal da rein. Scheme Eval Built-in-Function, jetzt holt er den Cutter und siehe da, da verließen sie ihn, da haben wir nämlich das letzte Mal aufgehört. Das heißt, da geht es jetzt weiter
Und jetzt machen wir eine kurze Pause vielleicht, weil jetzt habe ich 2 Stunden geredet. Passt schon wieder. Kurze Pause und dann machen wir nachher weiter.